Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 mit mir, der Seppel. Oh Gott, ich darf nicht so reden, ey. Kriegt man wahrscheinlich Ohrenkrebs davon bei YouTube, wenn es so hell ist. Ich meine, nicht so hell. Ja, meine Stimme ist voll hell. Ich meine, so voll hoch. Na, das sind freundliche Mitbürger, die töte ich nicht. Starten wir mal durch mit einer gesuchte Todmission. Sehen. Alten V6 Motor starten. Oder V8, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Ja, was stand denn da? Gas. Okay. Ach, das soll eine Tankstelle sein oder wie? Verstehe ich das richtig? Auf jeden Fall haben wir letztes Mal ein bisschen hier aufgeräumt. Mal wieder. Kann man sagen. Kleines Gegengebiet erobert. Kommt man jetzt da runter? Okay, ich muss da runter. Da muss ich mal kurz gucken, dass ich die mal hier alle markiere. Also der Chef, kann man sagen, liegt da rum wie ein kleines Stück Scheiße. Und ich würde mal sagen, den Typen da hinten, der steht in einem Busch. Könnte ich jetzt einfach so ausschalten. Map. Ich möchte mal kurz ein bisschen tricksen. Ah, nee, nicht abbrechen. Okay. Wie wär's denn, wenn ich hier hinten irgendwie versuche, ins Wasser zu kommen? Ah, hier runterrutschen. So. So. Jetzt. Hui. So, und dann nähern wir uns aus dem Wasser. So, da wären wir Meister Fuji. Kann ich den ausschalten? So, den habe ich ausgeschaltet, ohne dass der Typ da hinten geguckt hat. Vielleicht hier so. Gut, zeig mal, was du hast. Na komm. What? Ja, leck mich am Arsch, ey. Shit. War nicht ganz so sauber. Brieftasche voll. Ich glaube, ich muss mir ein paar Sachen kaufen. Geht ja so nicht. Moment, dann werden wir mal kurz. Oh Mensch, habe ich immerhin gemacht. Ewige Liebe, wird hier gesagt. Eigentlich kann man das mal machen. Na komm, wir spawnen mal hier. Und dann schauen wir mal, dass unser Geld irgendwie auf den Tisch klatschen, wie kleine, elendige Menschen aus der reichen Klasse. Zum Beispiel hier. Wir können auch mal unser Inventar auffüllen. Ja, wirklich, na, scheiße, wir haben echt voll.
Haben wir neue Faustwaffen? Denn die Magnum hätte ich doch gerne. Anpassen kann man da echt. Naja, ne? Ich würde sagen, die werde ich dann doch eher ausrüsten. Die Schall gedämpft ist. Hey. MPs Stromflinten. Anpassen. Nichts. Gut, Sturmgewehre. Was haben wir denn da? Haben wir zum Beispiel das Ding hier. Und das sieht, finde ich, ganz cool aus. Das? So wie drei Kugeln verschießt. Ich will doch eher das haben. Okay. So. Dann passen wir das nochmal an ein bisschen. Das hat zum Beispiel einen Schalldämpfer. Das hat dann zum Beispiel ein optisches Visier. Weiteres Magazin weiß ich nicht. Können wir mal probieren. Optisches Visier. Ah, wäre das. Ah, okay, so sieht das aus. Eigentlich, ne? Kann man auch die Farbe ändern? Vergleichen wir mal mit dem hier. Okay, das hat. Letztendlich nur die bessere Schussfrequenz. Okay. Wisst ihr was? Dann können wir eigentlich auch. Nee. Nee, komm. Warum habe ich keine Kimis hier drauf? Moiste. Oh, ich habe wahrscheinlich kein Geld dafür. Also, anbringen. Okay, dann müssen wir das wohl abmontieren und das wohl anbringen. So, können wir jetzt mal loslegen, Moiste. Oh yeah. Wie genau schießt das? Ich muss mal kurz gucken. Moment. So. Doch, das ist sehr genau. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen uns an diese Base hier. Ah ne, wir. Vielleicht ein bisschen mehr Nebenmission heute mal wieder. So, da wären wir auch. Was willst du, Mäuse? Hi. Verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ist schon gut. Ich bringe es dir bei. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorg dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Ja.
Wirst du in der Tat. Schließen. Habe ich Zeit? Moment, wie gehe ich nochmal auf? Moment, alle Freunde einzeigen und offline. Okay. Rollen wir mal. Moment, ich will erstmal dahin, glaube ich. Kurzzeitig umentscheidet. Na komm. Oh Mensch, das ist nicht euer Ernst! Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Alter. Warum geht er in den... erstmal auf den Beifahrer und danach steigt er aus. Außerdem will ich irgendwie die Waffe verändern, habe ich das Gefühl. Die sieht mir nicht bedrohlich genug aus. Na komm. Was ist das denn jetzt? Ah, Moment. Erste Marke. So, jetzt weiter geht's. Ist ja noch eins. Das ist eine andere Art anzuhalten. Zweite Marke. 2D-Marke. Ich möchte zudem mal eben hier rüber. Und mal ganz kurz, meine Waffe upgraden. So, Sturmschrotgewehr. Kann ich die irgendwie vom Farbton her ändern? Das schon wäre so die hier. Ah, hier. Ödland, oh ja. Ich finde Holz ganz geil. Ich glaube, ich möchte dieses komische... Den Schalldämpfer kann man durch ruhig anmontieren. Ich glaube, das auch. Sonst hätten wir eigentlich gar nichts mehr für die Waffe. Probieren wir es mal so, falls die Waffe dann irgendwie immer noch falsch liegt. Wie finde ich die so besser? Die ist ja nicht für den Normalgebrauch gedacht, sondern eher für den schnellen Kampf. So. Was haben wir denn hier? Haben wir jetzt Röders Katze? Oh, hier runter. Moment, habe ich irgendwas übersehen? Nein. Nein. Da, 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 doch, da. Letzte Marke.
Womit hören wir das? So, jetzt rollen wir zurück. What? So. Das war's dann, Mann. Du bist eine Maschine. Das reicht, um uns das ganze Jahr zu beschäftigen. Das freut mich, dass ich euch beschäftigen konnte. Alter, ich bin wieder durchs Feuer gelaufen.